Hallihallo und willkommen zurück zu The Long Dark. Wir auf der Lebensmitteltour am Mystery Lake. Nicht zu verwechseln mit Mystery von Pokémon. Keine Ahnung, wie ich jetzt da drauf komme. Für den, der es noch kennt. Und boah, das Wetter ist so geil. Ich glaube, ich habe es letzte Folge auch schon gesagt. Es macht einfach nur Bock, hier rumzulaufen. Schade, wirklich schade, dass die Map noch nicht größer ist. Und ja, schade, dass wir das Game auch noch nicht zu zweit spielen können, weil das wäre wirklich noch was richtig Geiles, wenn du da mit deinem Kumpel hier rumgehen kannst. Und einer hat so die Waffe und... Was ist los, Kleine? Bist du müde? Wir haben es fast. Bisschen was geht noch. Ich will eigentlich zurücklaufen. Wir haben jetzt hier die drei Hütten durch. Gehen wir mal noch zu der einen Angelhütte da. Und dann hauen wir auch schon wieder ab zum Camp Office und werden dann am nächsten Morgen... Oder pennen wir draußen? Sollen wir wirklich einmal draußen schlafen? Sprich, draußen meine ich mit, dass wir da drüben schlafen. Es gibt hier noch so viel zu säubern. Weißt du was? Wir pennen da hinten. Komm. Dann machen wir ja noch alles in einem Aufschwung. Oh. Ja, da sind noch drei Hütten. Nee. Dann machen wir es morgen. Wir gehen jetzt noch hierher, die Lake Cabins. Die cachen wir noch ein. Oder alles, was wir hier so finden können. Oh, geil. Zeitung, ist das hier auch noch? Nice. Oh, krass, das ist ja alles Feuerholz. Boah, wie geil ist das denn? Und die Schnee und die Spuren finde ich so cool. Ja komm, dann durchsuchen wir die noch. Und gehen dann in der Mitte der Nacht zurück. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil hier streift auch manchmal noch ein Wolf-Patrouille. Lass uns mal da rein. Nehmen wir einfach alles mit, was es hier zu holen gibt. Oi, wie geil das alles ist, was wir hier alles haben. Die Kalorien sind zwar immer ganz schön weit unten. Ich weiß, eigentlich müssten wir uns mal richtig den Wanst vollschlagen, aber wir sind halt gerade noch in dieser in der Sammelzeit. Alles zusammensammeln, hamstermäßig. Hamstern, schön hamstern. Und dann schön verkrümeln. Winterschlaf machen am besten. Das wäre wirklich geil. Dann wachst du auf und dann ist hier Sommer. Nichts mehr mit der Long Dark. The Long Sun. The Long Hell. Und im Story Mode frage ich mich auch wirklich, ob wir da Jahreszeiten haben. Oder ob wir da einfach... Wohl theoretisch, wenn du 180 Tage durchhalten würdest, dann muss ich ja mal zumindest mal die Jahreszeit gewechselt haben. Aber davon sind wir noch weit weg. Der Rekord für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ist ja bei aktuell 72 Tage. Hat ein Spieler auf Steam geschafft. 72 Tage durchzuhalten. Das ist schon eine Meisterleistung. Unser Rekord liegt jetzt bei aktuell 2,75. 2,5 Tage grob geschätzt. Wir haben Hunger. Beef Jerky, Beef Jerky. Ich ziehe mir noch ein Candy Bar rein. Dass wir zurückkommen. Ich will dann drüben, wenn wir dann zurück sind, will ich dann gleich alles braten. Und Braten in die Röhre schieben. Wir haben die drei Hütten, glaube ich. Oder? Ja, wir haben die drei Hütten. Wir gehen zurück. Reicht auch für heute. Wir sind müde und der Magen knurrt auch schon. Jetzt ist dann auch wirklich... Jetzt wird es dann langsam dunkel. Da wird es dann schon draußen auch so ein bisschen ungemütlich, denke ich mal. Und dann müssen wir nicht noch in der Kälte rumhüpfen. Es gibt allein am Mystery Lake noch viel zu tun hier. Wir müssen hier noch erstmal alles säubern. Tired sind wir auch schon. Das tut... Wenn die Müdigkeit komplett oben ist, haben wir nur noch die Hälfte der Tragkraft. Das heißt, statt 30 Kilo tragen, können wir nur noch 15 tragen. Und womit wir dann überladen werden, glaube ich, oder? Werden wir überladen? Ja, massivst überladen werden wir. Und dann würden wir auf einmal nicht mehr laufen können. Das heißt, wenn wir... Oder wenn du draußen rumläufst und du wirst müde... Und dir geht so mal sozusagen die Hälfte der Tragkraft flöten... Und dann kannst du nur noch gehen. Dann kannst du das mal ganz schnell dein Ende... Kann das mal ganz schnell dein Ende bedeuten. Denn vielleicht bist du schon kalt oder so, weißt du? Und dann bist du schon am Frieren. Und wenn die Kälte voll rot ist, dann geht dein Zustand runter. Der müsste jetzt auch schon 100% gefroren sein. Es geht der Razzifatze hier. Haben sie übrigens auch mal so einen geilen Test gemacht. Sind sie am Nordpol? Ich glaube am Südpol, eins von beiden. Sind sie gegangen? Oder nee, Antarktis war es gewesen, genau. Sind sie da, sind sie in Antarktis. Und nehmen kochend heißen Tee. Hallo Reh. Willst du dich freiwillig zur Jagd stellen? Ja, und die nehmen auf jeden Fall kochend heißen Tee, machen den heiß. Und wie der noch dampft in der Tasse, gehen die mit dem raus
und werfen den so in die Luft. Und das Ding kommt gefroren am Boden an. Ist Wahnsinn, wie kalt es da ist und wie schnell dann auch Sachen gefrieren. Tschüss. Ist noch so ein Hirsch, ein Männchen, hey. Der bringt immer gutes Fleisch. Egal, wir haben ja einiges am Start. Nimm uns mal ein bisschen was mit hier von unserem Fleisch. Vom Fleisch. Gib mal ein bisschen was her. Nimm mal ein paar Stück mitkommen hier. Das braten wir uns jetzt alles schön da oben. Oh, das wird lecker. So ohne Salz und ohne Pfeffer. Einfach nur gebraten. Okay. So, was haben wir an Chance? 90%. Komm, das Feuer muss angehen. Komm, 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 komm. Yes, Baby. Schmeiß mal rein, was wir haben. Add to fire. Ja. Machen wir heute mal nicht so lange eine Bratenstunde. Das dauert ja doch immer ein bisschen, das zu braten. Nicht so lange, aber schon ein bisschen. Wir sind exhausted jetzt. Das müssen wir uns dann wirklich langsam hinpacken. Ich will mir natürlich so viel braten, wie geht. Jetzt sind wir starving. Und schon geht der Zustand runter. Das macht aber nichts. Wir können das noch ein bisschen aushalten. Was ich ein bisschen doof finde mit den Minuskalorien, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen... So, jetzt haben wir uns aber mal gleich was. Nein. Oh, jetzt sind wir echt wirklich am Sack. Hauen die rein. 1000 bringt er nur. Das Fleisch. Ich hätte gedacht, das bringt mehr. Halbes Kilo. Der haut sich da ein halbes Kilo rein und ist noch nicht mal satt. Das ist sehr übertrieben. Dezent. Ja, noch eine Frau. Eine Frau, die jetzt ein Kilo Fleisch gegessen hat. Geh mal zum Schnitzel essen und hau dir mal ein 800 Gramm Steak drauf mit Pommes. Hey, da bist du Knockout. Aber sowas von. Egal, knallst dir rein. 1,5 Kilo. Wir spielen wohl eine leicht korpulent übergewichtige Frau. Wir sind sehr müde. Wir müssen aber noch, machen wir mal einen halben Liter. Hoffentlich geht der noch. Wir müssen das Wasser ausnutzen. Nee, da geht nichts mehr. Das lassen wir jetzt auslaufen. 9 Grad plus macht uns der Ofen. Können wir hier was ablegen? Brauchen wir nicht. Durst haben wir. Deswegen das Soda. Komm. Das Soda ist es. So ein abgestandenes, altes, ranziges Soda. Fehlt noch ein bisschen was. Ein bisschen gut was. Portable Water. Ein halber Liter. Komm, knallen wir rein. Müsste eigentlich reichen. Wie sieht's aus? Bist du fit? Boah. Guck mal. Gut genährt. Der Bauch ist voll. Das Feuerchen ist leider wieder aus. Aber das macht nichts. Da hast du dir wirklich mal 8 Stunden verdient. Komm. Und gute Nacht. Ein Tag, 43 Minuten. Yay. Yeah. Und wir haben die besten Voraussetzungen, da draußen verdammt lang Run zu machen. Wie sieht's aus? Pork and Beans. Wir müssen uns irgendwo mal... Das können wir als Art Kühlschrank hier nehmen. Kühlschrank ohne gekühlt. Wäre auch ziemlich geil, wenn man das Zeug draußen lagern könnte, damit es nicht so... Damit es nicht schäbig wird. Was? Das ist jetzt nur noch 300... Ach so. Guckt. Egal. Wir lagern das hier mal. Das müssen wir noch. Das ist unsafe water. Das müssen wir noch. Hier kommen wir mal den halben Liter da rein. Transfer all. Jetzt ein bisschen Management hier. Ich mach das. Kochen wir uns das nächste Mal ab. Ach, die Wassertabletten. Ja, da müssen wir natürlich. Das ist natürlich geil. Habe ich ganz vergessen, dass wir die haben. Beef Jerky. Wir lassen mal alles so, wie es ist. Irgendwas nimmt aber doch sehr viel Platz weg. Equipment. Gehen wir mal gerade gucken, was da wirklich am meisten Platz wegnimmt. Das Hunting Rifle natürlich mit 4 Kilo. Boah. Ach, das Feuerholz, ja klar. Boah. So, das legen wir mal unten in unseren Werkstoffhof. Da geht ja ein bisschen was noch rein. Material, glaube ich, ist das. Firewood. Transfer all. Scrap Metal, Reclaimed Wood rein. Newspapers rein, alles neu. Haben wir noch ein bisschen Platz? Ja, haben wir noch ein bisschen. So. Da haben wir schon gut was. Hier unten liegt ja unser guter Mr. Freund. Warum ist das teilweise so wenig? Warum bringt das so wenig? Ach, das ist nur 0,7. Ja, heute, der Durst ist groß. Jetzt machen wir mal, haben wir noch ein bisschen was zu trinken mit. 5 Uhr morgens.
trinken wir uns noch einen schnellen Soda. Beim nächsten Mal, dass wir das Feuer anmachen, werden wir das Feuer richtig anfeuern. Wir werden richtig ein deluxes Feuer machen und uns mal, ich weiß nicht, 4, 5 Liter oder sowas abschmelzen. Abkochen brauchen wir nicht, das spart so viel Zeit, Leute. Das ist unglaublich. Damit können wir uns gleich mal, ich weiß nicht, am besten vielleicht sogar 8 oder 6, 8 Liter machen. Das reicht dann schon mal wieder für eine Woche. Das müsste eigentlich für eine Woche reichen. Dann machen wir hier mal live on air sozusagen den Rekord, mache ich mit euch. Ich habe selber auch noch keine Woche geschafft. Aber sowas einen geilen Run hatte ich auch noch nicht gehabt. Wo man einfach alles findet. Und wir haben noch so viel zu plündern. So, der müsste jetzt gefroren sein. Ja, der ist gefroren. Guck mal, wir haben das... Was das genau ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das dauert aber um einiges länger, das abzubauen. Der hat aber noch davon was... 20 Minuten... Warte mal kurz, ich höre was. Ich höre etwas. Oder bilde ich es mir nur ein? Ich muss aufpassen hier. Wir nehmen uns mal das mit. 20 Minuten draußen. Ich weiß gar nicht genau, was das ist, ehrlich gesagt. Gott. Ich glaube, das war das gewesen. Da hat er 2 Units davon. 40 Minuten. Nehmen wir das auch noch. Das investieren wir noch. Wir sind jetzt schon langsam ziemlich kalt. Okay, wir sind cold. Weiter geht's. Die Fischerhütten sind jetzt dran und noch die einzelnen... Haben wir noch Platz? Ja, wir haben noch gut Platz. Das ist okay. Wir können der Kälte standhalten. Werden uns dann drin aufwärmen. Abends gibt es hier ein schönes Feuerchen. Wir haben ja fast schon einen geregelten Tagesablauf hier. Nachts schön schlafen, essen, aufwärmen und am Morgen nach draußen gehen. Und plündern. Wir können übrigens auch Wölfe essen. Wolfsfleisch. Stelle ich mir auch ziemlich krass vor. Wenn du da mit dem Messer so den Wolf dann das Fleisch rausschneidest und es dir dann reinhaust. Muss schon ganz schön verzweifelt sein. Schön. Aber auf der anderen Seite kann das auch sehr befreiend sein, glaube ich, wenn du wirklich gar nichts mehr zu essen hast. Jawohl. Immer her mit dem Zeug. Immer her damit. So, die einzelne einsame Hütte werden wir mal anpeilen. Und erstaunlicherweise keine Wölfe hier. Normal hast du eigentlich ja fast immer einen hier am Mystery Lake rumgeistern. Aber vielleicht kommen die auch noch. Muss mal aufpassen. Die Lone Lake Cabin. Und die ist wirklich lone. Allein. Oh! Quality Winter Coat! I think I can use this. Oh, aber 2 Kilo nimmt er ein. Clothing. Wo haben wir ihn denn? Quality Winter Coat hier. Oh, der bringt einiges. Das ist die beste Jacke, die ihr haben könnt. Ist noch besser als die Skijacke. Der hat zwar keinen so guten Zustand mehr, aber wir können mal gucken, dass wir den nicht repariert kriegen. Warte, ich glaube, wir haben doch was mit, oder? Quality Winter Clothes. Wie kriegen wir das? Wir haben noch Nähzeug, haben wir dabei. Quality Winter Clothes hier. Ach, 2x Klamotten. Warte mal, können wir gerade noch was harvesten? Wir haben ja ein bisschen Sachen über hier, oder? Basic Gloves, guck mal, die haben wir einmal über. Die zerschnippeln wir mal. Machen da eine Clothes draus. Und dann können wir das hier reparieren. Dann machen wir mal den... Wenn wir ihn schon mithaben, wo ist er? Die Quality Winter Clothes machen wir mal auf 80, oder? Nee. Ach, Repair Amount, 20%. Probieren wir es aus. Aber knurrt der Magen schon wieder langsam. Increase. Hat's geklappt, ja? Ja, 50% hat er jetzt. Ist das geil. Jetzt sind wir besser gewärmt draußen und windgeschützt. Super geile Vorteil. Was bringt der genau? Clothing, Quality Winter Clothes. A good quality winter coat. Good wind resistance. Ah, hier, guck mal. Windproof and warm bonus. Alter, 2 Grad plus. Und gegen Wind schützt er auch noch gut. Das ist ja... Das war jetzt ja wieder so ein goldener Treffer, möchte ich schon fast sagen. Räumen wir mal noch da die andere Hütte da aus. Und dann haben wir es auch soweit für hier. Boah, die letzte Folge haben wir schon gutes Zeug gefunden. Jetzt finden wir hier die Winterklamotte. Jetzt haben auch die, hat auch die Kleidung für uns voll den Nutzen. Also diese Clothes, diese Teile, die wir finden. Damit können wir nämlich unsere Jacket richten. Haben wir noch Platz?
Ja, dann macht gut Platz. Umso mehr wir halt mitschleppen, umso schneller fallen halt auch die Kalorien. Genau. Could end up being useful. Geil, Streichhölzer. Haufen Zeug, um ein schönes Feuerchen anzumachen. Painkillers, wunderbar. Bandagen nochmal mit. Das lagern wir alles bei uns im Medizinschrank. Und ich denke, also wenn ich jetzt nicht einen langen Run schaffe, dann läuft irgendwas ganz verkehrt. Ich glaube, hier drüben lag noch einer. Oder? Ne, da lag nichts mehr. Oh, hier ist die Frames ein bisschen am Einbrechen. Keine Ahnung, manchmal ist das Spiel noch ein bisschen buggy, obwohl das eigentlich mein PC locker packt. Geh mal zurück, da ist nichts mehr. Da hier wird nichts. Da hier wird nichts mehr. Wir machen uns auf zur Hütte. So. Ja, wir müssen hier komplett zurück. Wie kalt haben wir es denn? 18 Grad minus. Gehen wir noch zur Hütte zurück. So, gehen wir da noch hin. Dann, tada. Oh, da drüben. Ah, da drüben könnten wir eigentlich auch danach später mal schauen. Das ist bestimmt auch noch einiges Interessantes. Packen wir es noch zurück zur Hütte. 18 Grad minus sind es. Knackige Temperaturen. Jetzt haben wir natürlich die Winterjacke an. Das bringt noch einigen Vorteil. Sollen wir den gerade noch ausmisten hier, den Kollegen? Das können wir auch morgen machen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr hier noch machen. Und ja, man kann wirklich hier wie immer halt nur von Haus zu Haus laufen eigentlich. Weil solange du ein bisschen länger draußen bleibst, setzt die Müdigkeit ein, setzt die Kälte ein, setzt der Hunger ein. Schleppt natürlich auch noch die heftige Knarre mit uns rum. Das ist bestimmt auch für so eine Frau nicht so einfach da, so ein Gewehr da zu führen. Das Ding hat ja immerhin 4 Kilo, ist eigentlich nicht so schwer. So eine, was kann man da als Vergleich geben? Ja, die deutschen Kniften, die wir so beim Bund haben, sind auch in dem Dreh 5, 6 Kilo. Weiß gar nicht mehr, wie schwer genau. Ist ein annehmbares Gewicht. Da ist jetzt auch noch kein Zielfernrohr drauf und nix. Wäre geil, wenn es sowas noch gibt, so ein geiles Jagdzielfernrohr. So, in der Hütte angekommen. Die Verpflegung machen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.